Kroatien. Hier gibt's nichts geschenkt. Fahr so schnell du kannst und bleib auf der Straße. Dieser Fahrer lässt alle Profis aufhorchen. Ja, die Kommentatoren gehen einen irgendwann schon ein wenig auf den Keks, aber das kommt erst sehr, sehr spät. So, jetzt erstmal starten. Nein, falsche Taste. Weiter. Die Grafik, die Kameraperspektive ändern. So, aus der Cockpit-Perspektive hat man auch ein sehr gutes Geschwindigkeitsgefühl. Macht auf jeden Fall viel Spaß, ist aber um einiges anstrengender. Und auf der Mittelkonsole sieht man diesen kleinen Totenkopf, den man sich auswählen kann. Da kann man zum Beispiel auch seinen Avatar vom Rückspiegel runterhängen lassen. Und so eine Kleinigkeiten. Man kann seine Hupe anpassen lassen, die ich allerdings auf dem Xbox Gamepad nicht aktiviert habe. Geht, glaub, nur über Tastatur. Wenn ich mich nicht irre. Und das war wieder die falsche Taste. Und natürlich, wie in den neueren Spielen üblich, gibt es auch diese Rückblendfunktion. Muss man aber nicht benutzen. Und je nachdem, wie, welchen Schwierigkeitsgrad man wählt, entscheidet sich auch, wie viele Rückblenden man zur Verfügung hat. Wenn es im leichtesten Schwierigkeitsmodus 5 Rückblenden sind, sind es im schwersten, glaube ich, nur noch eine. Oder keine sogar. Auch möglich. Ich muss gestehen, ich habe es nicht auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. So. Jo, was gibt's noch großartig zum Spiel zu sagen, außer dass es absolut fantastisch aussieht. Es macht sehr viel Laune. Im Multiplayer sind auch noch Leute unterwegs. Da muss man aber immer aufpassen, es sind viele Vollprofis unterwegs. Also wenn die über Level 100 sind, kann man sich meistens darauf einrichten, dass man da wenig Chance hat. Es sei denn, man ist natürlich ein Vollprofi. So, das war dann auch schon die Rallye in Kroatien. Ich habe mir überlegt, für den ersten Teil mache ich die einzelnen Etappen. Und da gehe ich jetzt gleich weiter zur sogenannten Weight-Disziplin. Das ist quasi wie eine Rallye, bloß dass man nicht mit Rallye-Autos fährt, sondern mit großen Trucks. Wie ihr gleich sehen werdet. Man kann dieses Zwischengequatsche leider nicht ausschalten oder abkürzen. Einer der wenigen Nachteile des Spiels. So, wir wollen jetzt Wait. Genau die Spillway. Übrigens auch eine Strecke, die sehr häufig im Multiplayer-Part aktiv ist. Ja. Wie ihr seht an diesen Aufklebern, da sind derzeitig 3 übereinander, bei den Honda zum Beispiel. Bei denen hier sind nur 2. Das unterteilt sich danach in welchen Modus man quasi fährt. Je weiter man fortgeschritten ist in der Karriere, je schneller werden die Autos. Da muss man die Autos dann auch updaten mit Leistungsupdates, was dann in den seltensten Fällen das Fahrverhalten verbessert. Das gibt dann natürlich auch Ansporn, das Spiel auch zu Ende zu spielen. Um alle Level bzw. jedes Rennen zu fahren und zu gewinnen, wenn man das auf den leichteren Schwierigkeitsgraden fährt, dann braucht man ca. 20 Spielstunden inklusive die Spielstunden für den Multiplayer-Part, um da auf Maximum zu kommen. Sofern man... Schon wieder die falsche Taste. Sofern man schon wieder die falsche Taste. Ich bin hier gerade ein wenig verwirrt. Sofern man denn versucht, die ganzen Achievements abzusammeln, die es ja sowohl auf der Xbox als auch auf der PC-Version gibt, finde ich aber sehr, sehr angenehm. Es ist jetzt kein Spiel wie Forza, wo man wirklich Jahrzehnte dafür brauchen würde. Oder über 100 Spielstunden, um alle Achievements zu sammeln.
Da ist Dirt 2 doch relativ freundlich mit guten 20 Spielstunden, sofern man relativ gut fahren kann oder einfach den Schwierigkeitsgrad sich so anpasst, dass man jedes Rennen gewinnt. So. Der große Vorteil bei Dirt, naja, Vorteil und Nachteil zugleich bei Dirt ist, sie haben versucht hier sehr, sehr viel mit Staubeffekten und einzelnen Partikeleffekten zu arbeiten. Die meisten Kurse sind staubig gehalten. Es gibt natürlich dann auch hier Sachen wie Malaysia, die sind relativ feucht mit vielen Pfützen, wo die Grafik dann auch ordentlich auftrumpfen kann, aber der Schnee zum Beispiel, ein großer Bestandteil von vielen Rallyes, ist leider erst in Dirt 3 hinzugekommen, wo ich übrigens auch noch ein Let's Play zu machen werde. So. Bei diesen großen Autos hat man leider den Nachteil, dass die sich sehr, sehr schwer steuern lassen. Leider. Aber auch da, man gewöhnt sich einfach dran. Es ist sowieso hier eigentlich bei jedem Rennspiel so, man muss sich einfahren und dann kriegt man das auch hin. Und hier haben wir jetzt gerade voll verkackt. Spulen wir einfach mal zurück. Soweit wie das möglich ist. Und jetzt einfach schnell bremsen. Was uns gerade nicht viel gebracht hat. Verdammt. Wir können das so zurückspulen. Probieren wir es nochmal. Und wieder gedreht. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Zum Glück ist unser Auto nicht kaputt gegangen. Das werde ich euch bei Gelegenheit auch noch zeigen. Oder wird sich von alleine zeigen, wenn ich meinen Unfall baue. Dann sieht man, dass das Schadensmodell auch ziemlich gut gelungen ist. Also spätestens bei den Rallycross-Varianten werdet ihr dann auf jeden Fall das Schadensmodell in Aktion sehen. Was sich auf jeden Fall nicht zu verstecken braucht. Ah, da sieht man leichter Radschaden. Sauber versaut. Aber wir wollen zurückspülen. Setzen unsere letzte Rückblende ein. Um uns zu retten. So. Jetzt mal gucken, dass wir noch Erster werden. Get Gummi! Ich fahre hier gerade auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, was an sich jetzt nicht so viel ist, aber jeder Fehler wird bestraft, wie es eigentlich auch in jedem Rennspiel sein sollte, aber solange man noch aufholen kann, ist es vertretbar. Und wieder erster Platz. So. Okay, damit wären die Weight-Rennen jetzt auch schon fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei dem nächsten Part von diesem Let's Play werde ich die Rundkursrennen machen. Fast unschlagbar, aber auch nur fast. Weil, wie gesagt, beim nächsten werden die Rundkursrennen dran sein. Oder vielleicht die Trailblazer. Obwohl, die Trailblazer mache ich eine eigene Folge. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Spiel zu holen. Auch wenn es schon etwas älter ist, es bringt doch noch aktuelle Rechner durchaus ins Schwitzen. Ansonsten, man kann die Grafik einfach auf Maximum stellen, Anti-Aliasing dazu, anisotropischen Filter auch noch auf Maximum und vielleicht auch noch Downsampling, dann kriegt man eigentlich jeden Rechner in die Knie, aber es sieht dafür wunderschön aus. So, das wäre es erstmal für den ersten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte kommentiert, wenn es euch gefallen hat, kloppt den Daumen nach oben, wenn nicht, dann schreibt, was euch nicht gefallen hat, dass ich das verbessern kann. Ich möchte mich ja auch selbst weiterentwickeln. Und ich glaube, so ist uns allen geholfen. Aber bis dahin erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.